Wir wollen jetzt im Bereich der Plantarfaszie gehen, zeige ich gleich, wo die ist. Man kann es auch mit dem Middleman machen. Wir fangen im Sitzen an, machen es gleich dann aber auch nochmal im Stehen, würde ich sagen. Und zwar, ich zeige es mal an deinem rechten Fuß. Vielleicht legst du das mal, an deinem linken Fuß, sorry, mein Fehler. Plantarfaszie, Verlauf von der Ferse bis vorne zum Fußballen. Das heißt, hier unten drin wollen wir jetzt punktuell arbeiten. Dementsprechend nimmst du dir deinen Füßling im Optimalfall, gehst drauf und genau, zieh vielleicht das Bein gerade mal ein bisschen nach hinten weg, damit man es hier auch gut sieht. Und probierst jetzt wirklich in diesem Bereich punktuell daran zu arbeiten. Im Sitzen ist es noch mal um einiges angenehmer, deswegen empfehle ich es wirklich am Anfang im Sitzen zu machen, weil du nicht so viel Druck drauf hast. Das haben wir ja auch, als wir an der Wade gearbeitet haben, gemerkt, dass man jetzt den Druck Stück für Stück erhöhen kann, wenn du zum Beispiel jetzt die Hand nach vorne drauf legst. Du kannst auch hier wieder probieren, eine An- und Entspannung zu provozieren, indem du die Fußzehen mal zu dir ranziehst und dann wieder komplett locker lässt. Und jetzt halt es wirklich mal 20, 30 Sekunden und kannst dann Stück für Stück deine Plantarfaszie entlang wandern. Du kannst sogar bis hinten an die Ferse dran gehen. Man darf sich auch immer von dem Schmerz nicht so abschrecken lassen, weil das tut halt natürlich am Anfang weh, aber man gewöhnt sich erstens dran und zweitens gibt es auch irgendwo immer diesen Punkt, finde ich zumindest, dass die Muskulatur nachlässt oder... Genau, da wollen wir hin. Ja, und dann entspannt sich das und dann ist auch gut. Und genau. Man weiß ja auch immer, wofür man es macht. Genau, und du musst diese, meistens sind es, wie gesagt, 30, 35, 40 Sekunden halten und dann merkst du wirklich, wie es so macht und locker lässt. Ja, ich versuche mich immer auf Atmung zu konzentrieren, aber es lenkt mich ab. Genau, Atmung ist super gut. Ich mag es tatsächlich auch mit Musik das Ganze zu machen, um wirklich... Ja, oder beim Fernsehen gucken, Serie gucken, irgendwas Schönes, Entspanntes. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit beispielsweise Middleman. Hier bist du etwas höher, aber kannst trotzdem natürlich auch damit dran arbeiten. Geht auch. Genau, da kannst du auch der Füßling noch ein bisschen punktueller und ein bisschen flacher. Du kannst das Ganze auch im Stehen machen. Dort kannst du teilweise noch mal so ein bisschen mehr dich reinfallen lassen, aber du hast natürlich auch mehr Gewicht drauf. Wir können es auch gerne noch mal im Stehen zeigen, würde ich sagen. Genau. Vielleicht nimmst du einfach jetzt einen anderen Fuß oder eigentlich egal, genau. Gehst auch hier drauf und kannst jetzt, wie man merkt, nochmal ganz anders Gewicht und Druck draufbringen. Kannst halt hier so ein bisschen rumwackeln, ne? Genau, kannst hier schön dein Gewicht verlagern und arbeitest dich jetzt entlang der Plantarfaszie. Wie gesagt, kannst auch mal hinten wirklich auf die Ferse gehen und hier dich reinarbeiten. Ich habe mal gelesen, dass unterm Fuß, dass man da unterm Fuß alle Organe ansteuern kann. Kannst du, genau. Wollen wir nicht zu detailliert, glaube ich, jetzt drauf gehen, dass wir da eine sehr lange Session werden. Aber mit anderen Worten, einfach unterm Fuß sind so viele Reflexzonen. Deswegen, ich glaube, wir machen alle viel zu wenig für unsere Füße, inklusive Absolut. Mir. Absolut.